Ich habe eine Bitte. Ich möchte jemanden sprechen. Sherlock Holmes. Sie und ich, wir treten gemeinsam eine Reise an, die das Gefüge der Natur verändern wird. Gestatten Sie mir, Sie aufzuklären. Morgen wird die Ihnen bekannte Welt nicht mehr sein. Nun, dann sollten wir wohl keine Zeit vergeuden, oder? Es stellt für mich einen beträchtlichen Unterschied dar, wenn jemand an meiner Seite ist, dem ich voll vertrauen kann. Stets eine Freude, Sie zu sehen, Watson. Lord Blackwood. Der Zeuge sagt, dass Lord Blackwood von den Toten auferstanden sei. Dass er eine Macht erschaffen wird, die den Lauf der Welt verändert. Er ist ebenso brillant wie du, aber um ein Vielfaches hinterhältiger. Das werden wir noch sehen. Alle Achtung. Nun, ich habe lediglich deine Methoden studiert. Sollten mich die Behörden auffordern, dich zur Strecke zu bringen. Lassen Sie den Fall auf sich beruhen. Negativ. Sparen Sie Ihre Munition. Wie war das mit Munition sparen? Erster Angriffspunkt, rechtes Ohr. Zweiter, die Kehle. Dritter, gebrochene Rippen. Zusammengefasst, neutralisiert. Sonst haben Sie sich nie über meine Methoden beschwert. Ich beschwere mich nie. Habe ich mich je über Ihr Geigenspiel um 3 Uhr früh beschwert? Über Ihre mangelnde Körperhygiene oder über Ihr Experiment mit meinem Hund? Er hat den Hund umgebracht. Schon wieder. Ich wollte die Welt verändern, aber es reicht, die Ihre zu zerstören. Versuchen Sie es doch! Nehmen Sie das aus meinem Gesicht. Es ist nicht in Ihrem Gesicht, sondern in meiner Hand. Wie auch immer, weg damit. Oh, so turteln Sie nun schon seit Stunden. Halt! Haben wir Schwierigkeiten? Watson, Sie verfügen über die große Gabe des Schweigens. Das macht Sie zu einem unschätzbaren Gefährten. Mr. Stark, Sie wurden der Da Vinci unserer Zeit genannt. Was sagen Sie dazu? Absolut lächerlich. Ich male nicht. Wie gefällt Ihnen Ihr anderer Spitzname, Händler des Todes? Gar nicht mal schlecht. Es wird gesagt, die beste Waffe sei die, die man niemals abfeuern muss. Ich bevorzuge die Waffe, die man nur einmal abfeuert. Sie haben bis morgen Zeit, um mir meine Rakete zu bauen. Ich sollte längst tot sein. Es sei denn, es gibt einen anderen Grund. Ich weiß jetzt endlich, was ich tun muss. Das sieht nicht wie eine Rakete aus. Was bauen Sie da, Stark? Ich arbeite an etwas Großem. Sei dazu da, beherrscht zu werden. Am Ende ist jeder für sich selbst verantwortlich. Was machen wir? Wir machen uns bereit. Wir hatten den Plan, eine Gruppe von außergewöhnlichen Leuten zusammenzubringen. Und wenn wir sie brauchen, werden sie den Kampf führen, den wir nicht gewinnen können. Gentlemen, was seid ihr bereit zu tun?
nicht böse sein, aber ich spiele nicht so gern mit anderen. Ein großer Mann in der Rüstung. Nimm sie weg, was bist du dann? Ein Genie. Milliardär, Playboy, Wohltäter. Wenn wir die Welt schon nicht beschützen können, die Avengers werden sie rächen. Dr. Banner, Ihre Arbeit sucht ihresgleichen. Ich finde es toll, wie Sie die Kontrolle verlieren und zu einem grünen, hässlichen Wutmonster werden. Vielen Dank. Wir stellen uns eine Zukunft vor. Und unsere Vorstellungen schockieren uns. Aber sie werden sie erst fürchten, wenn sie sie verstehen. Und sie werden sie erst verstehen, wenn sie sie einsetzen. Mit Theorie kommt man da nicht weiter. Ich weiß nicht, ob man uns eine solche Waffe anvertrauen kann. Aber wir haben keine Wahl. Jemals die Wahrheit darüber erzählen, was hier passiert. Der berüchtigte Hank Palmer, der abgebrühte Anwalt ohne Respekt vor dem Gesetz. Hey! War gerade irgendwas? Was ist das für ein Gefühl, zu wissen, dass alle, die Sie vertreten, schuldig sind? Ein gutes. Unschuldige können mich nicht bezahlen. Erheben Sie sich! Wollen Verteidigung und Anklage noch was hinzufügen? Meine Mom ist heute Morgen gestorben. Stirbt Ihre Mutter zum ersten Mal oder jedes Mal, wenn Sie kurz davor sind, einen Prozess zu verlieren? Das erste Mal. Also ist Grandpa Palmer auch tot? Nein, Grandpa Palmer ist nur für mich tot. Das ist sowas wie eine Redewendung. Das klingt kompliziert. Ich sollte mitkommen. Glaub mir, niemand will nach Carlinville, Indiana. Built these walls of stone. Oh Gott, dann mal los. Wir ertragen kaum den Anblick des anderen. Henry? Richter? Ja. Hank, danke, dass du gekommen bist. Ich bin überzeugt, deine Mutter hätte sich gefreut. Hank Palmer? Hank, Sheriff White, es geht um Ihren Vater. Der größte Fehler deiner Karriere und du hast ihn zufällig überfahren? Die Spurensicherung hat Blut am Wagen Ihres Vaters gefunden. 42 Jahre habe ich in diesem Saal auf der Richterbank gesessen. Es war ein Unfall, fertig! Wir brauchen eine absolut solide Verteidigung. Es gibt hier kein Wir, Henry. Ich wünschte, ich würde dich mehr mögen. Ich kann nicht bleiben. Du bist Anwalt, er ist dein Vater. Wenn du jetzt gehst, wirst du es bereuen. Sie sind nichts als ein Blender, Mr. Palmer. Ich werde Ihren Mandanten des vorsätzlichen Mordes anklagen und überführen und Sie sitzen in der ersten Reihe. Mein Vater ist eine Menge unangenehmer Dinge, aber kein Mörder. Ich habe Erinnerungen an uns. Sie sind auch da. Warum? War ich zu hart zu dir? Ja, ich habe getan, was ich für richtig hielt. Meiner Erfahrung nach, Hank, muss man manchmal vergeben, damit einem vergeben wird.
sind endlich miteinander fertig. Nein, das sind wir nicht.